Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt heute die Mathilde. Moin. Ja, wir spielen wieder mal ein Zombie-Survival-Spiel und zwar 7 Days to Die. Ich denke mal, das werden schon viele kennen. Die haben es auch schon rauf und runter gespielt. Ist halt ein Spiel, das, ja, wie soll man sagen, das kommt nie von der Platte weg. Das wird alle halbe Jahre wieder ausgepackt und bespielt. Neue Map und weiter geht's. Die Map ist auch zusammengestellt von der KI. Da kommt manchmal lustige Sachen zusammen. Zum Beispiel, ja, Schneegebiet neben Wüstegebiet. Ist halt so. Was hast du für ein Biom? Ich bin im Wald. Also ein schönes, nicht so wie ich hier, verbranntes Gebiet. Ja. Nö, ich hab Grün und Birken und ist nett hier. Ach, ich soll hier noch einen Schlafsack bauen. Ha, ich bin schon bei der Axt. Boah. Aber man muss dazu sagen, die Mathilde, also ich spiele das gefühlt alle halbe Jahr, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr, die zockt das immer. Die kennt doch gar nicht. Klar. Die Mathilde seit kennt Ostern. Sich aus. Seit Ostern. Von O bis O. Genau. Aber jetzt auch nicht mehr ganz so viel, seit wir angefangen haben, wieder zusammenzuspielen. Ist dann doch einfach netter als alleine. Ja, alleine hätte ich keinen Bock, also. Da. Ist auch nett. Ja. Habe ich auch bis Tag 45 oder so gespielt? Ich finde, sowas muss man nicht, weiß nicht, alleine macht das. Nee, muss man zusammenspielen. Mit mehr Leuten. Aber will nicht zu viel, weil dann haben wir nämlich wieder Zeit finden, ist immer so eine Sache. Wenn es mehr als 4 Leute sind, dann wird es immer kritisch. Dann hat der eine Zeit, der andere wieder nicht. Dann kann man nicht aufnehmen. Naja. Oh, ich laufe direkt auf eine große Stadt zu. Fantastisch. Ach, da hinten bist du. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ja, der erste Job, erstmal einander finden. Genau. Knapp 2 Kilometer sind wir allerdings auseinander. So, damit die Mission weitergeht, habe ich einfach meinen Schlafsack mal kurz hingelegt und gleich wieder aufgehoben. So habe ich das auch gemacht. Trick 17. Ich komme mal langsam in deine Richtung. Jojo. Ich glaube, 2 Kilometer sollte man im ersten Tag noch locker schaffen. Sollte machbar sein. Bauen wir uns auch mal schön die Steinaxt. Zack. So, 13 Pfeile sind schon in der Mache. Ach, du bist schon beim Bogen. Ich bin so langsam. Ja. Ich muss ja die dummen Klamotten noch machen. Auch schon fleißig am Snowberries sammeln. Alter, kommt der Erste. Das ist ein Feuerzombie. Und ich bin weg. Hoffen wir mal, dass irgendwie da bei der Stadt doch irgendwie ein See ist, damit wir sowas wie eine Wasserversorgung haben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Weil sonst haben wir echt ein Problem, Wasser zu bekommen, ne? Ja. Also Wasser habe ich noch nicht entdeckt. Ich bin hier, wie gesagt, jetzt bei einer großen Stadt.
Ja. Dahinter scheint allerdings Steppengebiet zu kommen. Bei mir machen sich die Zombies aufmerksam. Und ich habe jetzt auch alle Klamotten. Ich muss nur noch eins tragen. Juhu! Ich trage alle Klamotten. Wow. Scheiße, hier sind ja Zombies. Knüppel, ja, den machen wir mal schnell. Den brauchen wir nämlich auch. Ah. Das ist unser Zappel-Philipp. Der ist immer so unten, den kann man immer so ganz durchschlagen. Das ist nicht so... Ah, wir können sogar den Eisenverstärken am Anfang machen. Ja, aber da warte ich lieber, bis ich wenigstens Fertigkeit 100 habe, bis ich da mein Eisen zu machen nehme. Ach, Pappelepapp. Wer war denn das, der mir das gesagt hat, so am Anfang nicht das Eisen verschwenden? Ich weiß nicht. Wenn das nur Wertigkeit 25 hat, wer war denn das? Das war Friedrich Barbarossa. Ach, der. Der hat doch keine Ahnung, der kniet sich nur vor dich hin. Oh, scheiße Vogel. Heinrich würde das nie sagen. Okay, ich laufe wieder weg. Ja, am Anfang ist man noch nicht so der Held. Das ist eher später. Nee. Ach Mist, ich muss unbedingt einen Holzknüppel basteln. Mist. Ach du, ich heb mir das auf, bis ich ein Haus gefunden habe. Mit den Holzblöcken. Achso, du musst den Holzknüppel bauen. Ich muss den Knüppel, ich habe jetzt diesen Stahlverstärken gemacht. Oh, du hast keinen Holz. Ich hatte einen Holzknüppel gedacht. Oh. Ja. Oh. 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 Ach, und dann muss man auch gleich den Bogen bauen. Der ist wichtig. Oh, ich kann Yucca-Pflanzen sammeln. Das ist gut. Ja, mach das. Brauchen wir. Kannst du mir auch gleich welche für, The Forest. Ah ne, Yucca gibt's da gar nicht. Aloe Vera brauche ich für The Forest. Ja. Ich bin hier allerdings nicht in der Wüste. Ich bin im Dingsbums. In der Steppe. Ich brauche Stein. Und ich sehe hier viele einzelne Häuser, aber kein Wasser! Ich laufe jetzt einfach mal durch die Stadt nach Osten. Ach, du bist sowieso mehr im Osten. Dann passt das ja. Ja, ich laufe einfach mal so ein bisschen in deine Richtung. Sammle nebenbei alles ein, was ich irgendwie sammeln kann. Ah, Vogel! Du Vogel, geh weg! Ich kann dich nicht auseinandernehmen. Ich habe kein Knochenmesser oder ein Messer. Oh, stimmt. Ich sollte mal einen Zombie töten, damit ich ein Knochenmesser kriege. Hey! Der infiziert mich! Die Sackratte! Du bist jetzt schon... Scheiße! Ein Zombiebär! Ein Zombiebär! Oh, das ist richtig scheiße. Wie geht das denn, ey? Das ist doch Anfangsgebiet, Mann! Ich bin infiziert, Zombiebär, Vogel! Ah! Und gleich hast du bestimmt keine Ausdauer mehr. Ja, danke. Spoiler-Alarm. Ich laufe jetzt einfach. Das ist gesunder Menschenverstand. Ich laufe und bringe ihn zu dir. Cool, danke auch. Du schaffst das doch überhaupt nicht zu mir. Du bist so weit weg noch. Ich brauche Honig, damit ich nicht mehr infiziert bin. Ach, der verfolgt mich gar nicht mehr. Oh, ist das schön. Alter, ich dachte, ich würde jetzt sterben, ey. Der hätte nur einmal zulangen müssen. Ich glaube, dann wäre ich weg gewesen. Ja, die halten auch eine ganze Menge aus. Ja, die sieht man auch nicht so häufig, die Zombiebären, ne? Nee, ich habe den auch nur einmal gesehen. Ich hatte den für einen normalen Bären gehalten, dachte mir, oh schön, bist du in der Stadt, da ist ein Bär, gibt ordentlich Fleisch. Stellst dich mal irgendwie auf dem Haus drauf, da kannst du bequem runterschießen. 20 Pfeile später kloppt der Bär da unten immer noch rum. Ja, doof. Ja, ich bin jetzt auch irgendwie in einer Stadt, glaube ich, hier. Ja, sind wir vielleicht sogar in derselben Stadt? Könnte ein bisschen größer aussehen. Sieht aber alles ja, Stadt wir sind aus. In derselben Stadt. Ist aber eine doofe Stadt. Nö, hier ist die schön grün, wo ich bin. Aber du bist nicht zufällig irgendwie... Ach, du warst ja in dieser heißen Gegend, da konnte man ja nichts sehen. Hm.
Ich muss mir erstmal irgendwie Stein besorgen. Meine ganzen. Ich brauche irgendwie mehr Federn oder so. Federn habe ich. Ich meine, ja, Stein, damit ich endlich hier mal Pfeile basteln kann. Ersten Zombie gekillt. Der wird jetzt gleich erstmal zerhackt. Auf dass ich ein Knochenmesser mir basteln kann. Warum kommst du hinter mir her, du Zombie? Ich hab nix. Geh weg. Ich hab einen Knochen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hab Feuerzombie hinter mir. Geil. Ich lauf mal so in deine Richtung, aber ich schätze mal, du hast auch kein Wasser gesehen. Nee, aber ich bin jetzt gerade zwischen zwei Militärlagern. Und ich höre mich gerade doppelt. Hätte ich gedrückt halten, bitte. Entschuldigung, dass ich was sagen wollte. Ach so. Hirsch! Ich bin ja gerade in der Militärecke und wieder Vögel. Oh, ist das ätzend hier. Bleib stehen, Hirsch, ich will dich doch nur töten und essen. Okay, da gibt's Minen. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, doofer Vogel. Na, endlich. Ich habe unser erstes Fleisch. Juhu. Ah, ich werde hier von zwei Vögeln angegriffen. Juhu, ich habe viel Fleisch. Ja, das ist schön. Das ist schön für dich. Aber die halten ja noch mehr aus. Ja, du schießt scheiße noch. Ja, ich weiß. Also beide haben schon mal einen Pfeil rein von mir. Also für jeden habe ich noch einen. Da müsst ihr aber sterben. Nee. So wird das nichts. So, jetzt habe ich einen Nahkampf einen zerlegt. Komm runter, ich bin eh schon infiziert. Komm her, komm her. Komm runter, komm, komm. Komm her. Jetzt schlage ich noch vorbei, verdammt. Düb, 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 düb. Bleib hier! Lauf nicht weg! Kommst du zurück? Einen Schlag kriegst du noch, dann musst du tot sein. Yes! Ja, mit der Steinaxt kriegst du auch schon ein paar Federn raus von denen. Ja. Ich kann dir eine Knochenklinge machen. Oh ja, liebend gern. Sind ja schon mal in derselben Stadt. Ist das schon mal gut? Ich bin fast bei dir, glaube ich. Ah, fantastisch. Ich laufe ja gerade die ganze Zeit auf dich zu. Dein Pfeil ist schon ganz groß. Boah, jetzt muss ich irgendwie Stein finden. Ich brauche Stein. Oh, Plünderung Level 2. Juhu. Hier ist ja alles kaputt. Oh, hallo, wer ist denn da? Lauf doch nicht weg, bleib hier. Ach, du warst das gerade. Hallo. Ich habe nur ein komisches Geräusch gehört. Das war ich? Nee, ich höre immer noch was stöhnen.
Wir können uns ja mal Richtung Norden so begeben. Wir müssen uns langsam mal ein Häuschen suchen, wo wir die Nacht verbringen können. Ja, warte, ich brauche Pfeile. Ohne Pfeile nichts los. Ah, ich habe kein Holz. Ah! Immer fehlt irgendwas. Ach, Junge. So ist das in diesem Spiel. Ich will nur kurz Holz hacken und dann... Ah, ja. Gehen wir in ein grünes Gebiet, du weißt ja, wo das war. Wir sind direkt am grünen Gebiet. Ach so. Also hinter mir. Nice, Bauplan Schrotflinte. Schön, wenn man die Explosion hört, dann weiß man immer, da geht gerade ein Zombie hoch, ne? Oh, das ist ein schönes Geräusch. Ach, hier ist es doch viel schöner, grün. Oh, ich sehe Wasser, glaube ich. Doch, das sieht nach Wasser aus. Juhu, ich hab Wasser gefunden. Hurra. Lauf mal in deine Richtung. Ja, ja, lauf mal in meine Richtung. Gesundheit, falls man es gehört hat. Das ist schon wieder so ein Militärzeltlager. Hier sind voll viele Militärzeltlager. Oh, wieso ist denn hier verbranntes Gebiet? Ich will doch nur zum Wasser. Ach, links ist auch wieder Militärgelände. Das ist, die Stadt ist voll mit Militärgelände irgendwie. Ja. Und hier ist viel verbrannt, ja. Aber nach Norden habe ich Wasser gesehen. Und da sehe ich auch schon wieder normalen Wald. Im Norden, ja? Jo, im Norden. Du kannst doch sonst einfach meinem Pfeil folgen. Der zeigt aber Richtung Westen. Naja, von mir aus Westen. Von dir ist wahrscheinlich Norden. Ich komme. Ach, ich kann gar nicht mehr laufen. Ich bin ja außer Puste. Ich hechel ja. Ich sehe auch leider jetzt gerade nicht so gut, weil das ist hier so diesig alles. Jetzt klettere ich mal hier auf den Stein, um einen kleinen Überblick zu erhalten. Ich habe hier doch irgendwo Wasser gesehen. Oder war das gar kein Wasser? Wollt ihr mich verarschen und ich habe jetzt das verbrannte Gebiet für Wasser gehalten? Narf. Ich höre schon wieder so ein Greif oder was für ein Vieh das auch war. Müssen wir die Nacht erstmal so in deinem Haus verbringen? Ich gehe hier einfach mal den Waldweg lang. Mach das. Irgendwo muss es ja hier was geben. Ja, und so einen See hätte ich schon gerne so halbwegs nah, damit man vernünftig Wasser holen kann. Alternativ wäre auch Schnee in Ordnung. Ich habe gerade ein Kaninchen gesehen. Die sind immer so schnell. Die Ausdauer ist für den Arsch. Das ist furchtbar am Anfang. Hey, du da, du Zombie, hast du hier irgendwo Wasser gesehen? Wenn er antworten würde, das wäre cool.
Er antwortet ja, aber das Antworten klingt ungefähr. Kannst einfach seine Sprache nicht. Es könnte daran liegen, dass es eine sehr hirnlose Sprache ist. Mist, von mir war ein Kaninchen. Ich hätte nur zuschlagen müssen. Falsche Waffe gehabt. Na toll. Shit. Jetzt ist es weg. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Schande. Toll, der Weg hört auf und ich bin hier mitten im Wald. Geil. Achso, da geht's so hier so ein Bunker oder was das da ist. Irgendwas Unterirdisches. Ist auf jeden Fall noch eine Stadt. Ich würde mir jetzt auch irgendwie einfach nur irgendein Häuschen erstmal nehmen, dass man da erstmal die Nacht verbringen kann. Naja, weil das Haus müssen wir auch noch verteidigen. Ja, also es wäre dann schon... Oh, Hirsch! Und das Treffen am Anfang ist echt die Qual mit dem Bogen. Ich höre einen Hund. Ich weiß nicht wo. Ich höre einen Hund. Oder war es bei dir mit dem Wuff, Wuff, Wuff? Bei mir nicht. Ich hab doch gerade was gibt. Welt gehört oder war es draußen? Alter. Die Hunde sind hier das Ätzende. Hunde, Wölfe. Bei den Wölfen gibt es ja noch die schwarzen Wölfe. Das ist echt die Pest. Oh, ich habe ein Häuschen. Ja, dann komme ich zu dir. Und ich habe schon zwei Hirsche erlegt. Fantastisch. Jetzt brauchen wir nur einen Kochgrill oder so und dann kannst du lecker Essen machen. Ja, das Hirschfleisch kann ich ja auch erstmal so kochen. Oh, Hirsch! Warum läufst du weg von mir? Hirschi, bleib hier! Oh, super. Und es ist auch kein Haus mit einer Steintreppe außen, weil das wäre sehr anstrengend, das jetzt noch zu machen. Hirsch läuft direkt in deine Richtung. Geil. Eine? Ja, ja. Oh. Ich bringe ihn mit nach Hause. Gut. Hallo, ist jemand zu Hause? Darf ich reinkommen? Ich schlag hier jetzt mal die Tür ein. Erstmal hier alles säubern. Ach, mit der Steinaxt kriegt man ja nichts raus beim Hirsch, ne? Doch, ein bisschen. Ach, ich hab dir ja dein Dings noch nicht gegeben, Mist. Ja, haben uns ja nicht getroffen. Ja, ein bisschen Fleisch kriege ich raus, einen Knochen habe ich auch. Kann ich mir jetzt selber einen Knochenklinge machen. Was ist das für ein dummer Zombie? Ich bin mal gespannt, was für ein Häuschen das ist. Mit Keller oder? Nein. Nein. Mit Schmiede? Nein, das ist so eins mit zwei Eingängen auf jeder Seite und da dem Eingangsdach, sag ich, Eingangsding da oben. Ah, das ist es. Jetzt weiß ich's. Nein, weiß ich überhaupt nicht. Du siehst es dann. Ja. Lass dich überraschen. Ich glaube, ich bin gleich da. Oh, das ist aber kein Zappel-Philipp, das ist hier so ein Zappel-Bauer. Den mach ich platt. Oh, wollen wir erstmal nach oben gucken, dass hier das Haus einmal sauber ist? So eins für den Waffenschrank. Weißt du jetzt eher Bescheid? Nö, aber ich sehe es jetzt. Hallo, hier oben jemand? Ja, ich höre dich. Ah,
das Ding. Okay. Ja, für eine erste Unterkunft. Hier ist noch ein Zombie drin, Mensch. Was? In der Küche. Und dachtest du, gehört zur Einrichtung, gell? Ein Deko-Objekt, ne? Ja. Draußen ist auch noch einer, ich höre da schon wieder ein. Hier, verstorbene Mutti, komm mal her. Ja, ich bin's, der Heinrich. Oh, und ich kann nicht schießen. Erwischt die mich? Brauchst du Hilfe da draußen? Nö, ich hab die getötet. Oh, ein Bauplan für Raketenwerfer. Mir fällt gerade ein, ich leg jetzt mal ganz schnell meinen Schlafsack oben hin. Ah, das ist eine gute Idee. Ich glaube, so könnte ich mich am schnellsten heilen, indem ich einfach sterbe. Wahrscheinlich. Aber da würde ich einfach noch warten. Im Bücherregal ist ein Bauplan Lederkapuze. Ja, lese ich gleich. Ich baue gleich nebenbei die Tür. Sehr gut. Ach komm, gib Kette. Los, los, los. So, jetzt müssen die Zombies anklopfen, bevor sie reinkommen. Wonderful. Ach, ach Mann. Ich brauche Holz, sehe ich gerade. Ich habe auf jeden Fall schon mal 5 Dingsbums. Ja, ich Wasserflaschen. Muss... Achso. Ja, ich muss doch eh noch diese 3 Holzrahmen machen. Hast du wahrscheinlich ja, das auch, muss noch, ich ne? auch noch. Ja, wir machen immer, wenn man ein Haus erstmal auch zur Übernachtung nehme für die erste Woche quasi, immer erst die Glasscherben raus oder die Glasscheiben, weil die zerhacken die Zombies rasend schnell und machen da einfach Holzframes rein. Oder Holzrahmen. Steine. Was ist mit Stein? Ich brauch Steine! Hier draußen bei mir ist ein Stein, den kannst du zerkloppen. Der wartet nur auf dich. Juhu. Und immer an die Nachhaltigkeit denken und Bäume wieder pflanzen, die man zerhackt hat. Ah, ein Skaterboy. Und da hat sein Kopf Wumm gemacht und er bringt mir Schuhe, Laufschuhe. Ich glaube, alles ist besser als diese komischen, aus Pflanzenfasern selbstgemachten Schuhe. Ich glaube, diese normalen Holzbretter lassen wir aber erstmal, ne? Ja. Wir wollen ja sowieso eigentlich in ein Haus umziehen, wo wir in der Nähe von Wasser sind. Ja, eins, was wir halt bebauen wollen, das müssen wir mal suchen. Wir kundschaften immer erst so die ersten Tage aus. So, dass die ersten, also die erste blutrote Nacht ist ja eh nicht so schlimm. Da gucken wir lieber, wo wir genau hingehen und so, und ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass wir da oben halbwegs sicher sind. Juhu! Erstmal hier Treppe zerhacken, weil es kann natürlich sein, dass nachts so Zombies hier reinkommen. Oh, und das sehr ist wahrscheinlich. Immer sinnvoll, die Treppen zu entfernen und dann Leitern hinzusetzen und die unterste Stufe freizulassen, weil das kriegen die Zombies da nicht hin. Gott sei Dank. Das Zerhacken am Anfang, das dauert so dermaßen. Ja, deswegen dachte ich mir, ich fange jetzt schon mal an. Ja, ist richtig. Ich helfe dir, ja. Teamarbeit.
kaputt. 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 Ja, ich bin kaputt. Also für die, die das nicht kennen, ist ein Verweis, aus welchem Hörbuch war das? Quality Land. Quality Land von Marc-Uwe Kling. Auch bekannt von den Känguru-Chroniken, dem Känguru-Manifest und dem... Oh, scheiße, wie hieß der dritte nochmal? Die Känguru-Offenbarung. Um Gottes Willen, das wäre jetzt fast peinlich für mich geworden. So, jetzt ein, zwei Leitungen ran, zack, fertig, ja? Zack, fertig. Zwei Leitern. Achso, ich hätte jetzt einfach noch Holzrahmen dahinter gemacht. So, dann fertige ich mal ein Lagerfeuer. Ja, ich mache einfach nochmal ein bisschen Scheiben. Ja, ich gehe dann in der Zwischenzeit noch ein bisschen Bäume hacken. Oder Steine kloppen. Muss ich sowieso. Klack. So die letzten paar Stunden noch nutzen. Die ersten Nächte sind sowieso gnadenlos langweilig, weil man kann auch nicht wirklich was machen in der Nacht. Man nicht, wenn wir spielen, na? Es ist nicht gnadenlos langweilig. Nicht? Wir machen das schon unterhaltsam. Oh, spielen wir dann, darf ich mich setzen und Wahrheit oder Pflicht oder so. Am Lagerfeuer. Ach verdammt, jetzt habe ich mit dem ganzen Holz, was ich habe, Holzframes gemacht. Ich kann sie ja gar nicht mehr aus, aber verbessern, wenn ich natürlich kein Holz habe. Oh. Naja, so seht ihr mal, wie man Holz hackt. Einfach mal auf den Baum schlagen, Baum geht kaputt. Oder so einen kleinen Baum. Wer Heinrich dabei noch nicht den Kaiser Forest gesehen hat, kann hier jetzt auch nochmal gucken, wie der gute Heinrich Bäume fällt. Genau. Ich zerhacke überall Bäume. Überall. Das heißt, wir müssten für dich eigentlich extra ins Schneegebiet gehen, um dir von einem Holzfäller-Zombie irgendwie so ein schönes Karo hin zu besorgen. Holzfäller, Heinrich. Ja. Ich habe auch übrigens schon Heidelbeeren und Maiskolben. Also rein theoretisch, wenn wir eine Gartenhacke finden, können wir sehr schnell mit dem Gartenanbau loslegen. Ja, mal gucken, was die Zombies uns bringen. Ja, manchmal auch gar nicht unpraktisch, was sie so mitbringen. Also gerade am Anfang ist das echt so eine Sache mit dem Essen. Man muss halt gucken, dass man irgendwie über die Runden kommt. Deswegen isst man gerne auch mal die eine oder andere Snowberry. Bei dem muss man nur vorsichtig sein. Wenn man viele nämlich auf einmal isst, dann kriegt man Durchfall, der unbehandelt tödlich endet. Ja, das Schlimme ist ja, das lockt dir auch die Gegner an. Du machst ja andauernd Geräusche mit deinem Magen und so, ne? Ist das nicht auch so? Ich glaube. Bin ich auch egal. Also man hört es auf jeden Fall, dass man sich nicht wohlfühlt. Und das geht natürlich auch ordentlich auf die Ausdauer. Also dann geht die Ausdauer noch schneller runter. Gerade eben geht es hier schon rapide immer schneller runter. Aber Essen ist an der Stelle schon mal ein guter Hinweis. Ich esse mal 3 Snowberries. 3 kann man relativ gefahrlos essen. Ich sollte noch Pause zwischendurch mal machen. Später ist es dann schön, wenn man auch ordentlich seinen Garten pflegt. Nee. Doch, weil dann kann man sowas Schönes wie Wildbreteintöpfe machen. Ja, das ist toll, ja. Das machst du immer. Ich hab's nicht mit Garten. Ah, ich denke mal, für den ersten Tag wird das hier schon reichen, was wir haben. Ja, ich hocke jetzt hier auch nur Holz. Ich meine, hat man dann, ne?
Ja, das wird nicht schlecht. Also das kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Stein, dass man sich ordentlich Pfeile machen kann. Sehr nicht so wie später, wenn man da mit einer Spitzhacke unterwegs ist. Man hackt einmal und hat dann gleich schon 40 Steine oder so. Das stimmt. So, es wird natürlich dunkler hier drin, wenn wir natürlich keine Scheiben mehr haben, aber die Scheiben gingen, wie gesagt, rapide kaputt. Ich habe übrigens insgesamt 5 Wasserflaschen mittlerweile. Gefüllte. Ich habe nur 2. Ich glaube, das sind die vom Anfang noch. Ja, da hat man ja nur eine. Eine Wasserflasche und ein Chili. Ja, das habe ich noch nicht gegessen. Ich habe mal mit gewartet, falls ich noch unterwegs sterbe, weil ich ja eh, Wenn du unterwegs stirbst, ist dein Loot weg. Ja, aber... Das stimmt, aber ich bin eh infiziert. Ich wusste jetzt nicht, ob ich das noch schaffe von dem Bär da und so. Ja, okay. Dann kann ich ja dein Chili haben. Nein. Ich finde nächste Runde, am nächsten Tag rum nicht. Punkt. Okay. Ich sehe gerade, ja. Ich habe keinen Chili dabei, ich habe nur Dose Nudeln dabei. Die sind durch, also es ist unten alles soweit zu. Schön dunkel. Eine Stunde haben wir noch, ne? Jo. Wenn wir alles richtig eingestellt haben. Ja, und ich nutze die Zeit jetzt einfach noch zum Steinhacken und ein bisschen Holz hacken. Oh, Stein ist eine gute Idee. Ja. Aber ich habe schon 45... Wir können die Nacht nutzen, um den Waffenschrank aufzukloppen. Oh ja, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt den Leutnant tun. Das ist wirklich langweilig. Nee, wenn, dann sollten wir das auf jeden Fall auf Fast Forward machen, dass das so schneller geht. Weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man so eine kleine Steinaxt hat und so einen Eisenschrank hat, 2500, da kloppt man schon mal die halbe Nacht. Ja, da muss man zwischendurch immer Pause machen, weil man ja das noch so geringe Ausdauer hat. Naja. Aller Anfang ist schwer. Ja. Aber wenn man erst so die ersten Tage überlebt hat, seine ersten Fähigkeitspunkte verteilt hat, dann wird das alles besser. So, den Baum fäll ich jetzt noch und dann gehe ich rein. Ich gehe jetzt rein. Denk an die Nachhaltigkeit. Pflanz neue Bäume. Ei, ei, Chef. Wer weiß, wie lange wir hier sind. Ich hoffe nicht allzu lange. Hier ist kein Wasser. Ja, das hoffe ich auch. Gut, ab 22 Uhr ist nämlich Zombie-Time. Das heißt, die Zombies sind schneller laufen, schneller machen. Ja, die haben halt, sind einfach definitiv schneller. Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal einen Break machen, oder? Ja, machen wir erstmal einen Break. Ich würde sagen, dann melden wir uns am Ende der Nacht. Wie gesagt, gerade die erste Nacht. Man kann auch nicht viel machen. Man hockt eigentlich nur rum und wartet drauf, dass wieder Tag wird. Genau. Darum, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr noch mehr sehen wollt von 7 Days to Die, dann ab in die Kommentare. Das war jetzt, ja, das Signal. Ist Zombie Time. Ja, wir machen es hier gemütlich, machen Lagerfeuer, essen erstmal was
Und dann sehen wir uns wieder bei Tag 2. Haut rein. Ciao. Tschüssi.